Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Holland Landscape Diego. Ja, eine Holland-Karte ist eine, die ich noch nie gespielt habe. Ich hatte erst gedacht, ich wäre da eventuell mal gewesen, aber auf dieser Karte war ich definitiv noch nie gewesen. Außer natürlich auf dem letzten auch rumgefahren Video, was eventuell der eine oder andere gesehen hat. Mir ist da beim noch umgefallenen Video so ein bisschen was aufgefallen, was ich gerne anders hätte. Und das habe ich dann einfach mal gemacht. Ne? So wie zum Beispiel hier Gras in den Rasen, Gittersteinen und ein bisschen Unkraut dabei gemacht. Und das sind hier, das sind Straßen, groß skalierte Straßen, deswegen sind diese verpixelt. Hier vorne habe ich es mal gelassen. Hier habe ich dann diese standardrissige Teertextur reingemacht, überall so ein bisschen Unkraut platziert. Das ist ein bisschen eine Fehlplatzierung hier. ich muss dir auch, damit fing das auch alles an. Also erst habe ich gedacht, ach komm, egal, mach mal ein bisschen, zock das Ding mal an, ne? So ein kleines angezockt Video. Und ich kriegte das Regal hier nicht hin. Und ich denke, nein, warum geht denn das Regal da nicht hin? Das ist so ein platzierbares Ding, ne? Und ja, das geht nicht, weil hier drunter halt eine Straße war. Auf der Straße kann man keine Regale platzieren, beziehungsweise dieses Regal nicht platzieren. Es sei denn, man hat da noch so eine Zusatzmod drin, die das erlaubt. Ja. Und da habe ich gedacht, so, boah, gut, ey, komm, dann machst du das Ding eben ein bisschen zurecht, klopfst die Sachen raus, die dir halt nicht so gut gefallen, und machst halt ein paar Sachen rein, die dir besser gefallen. Und das ist halt daraus geworden. Ne? Ist jetzt nichts Spektakuläres, hat auch noch so ein paar lustige, oder was heißt, schöne Nebeneffekte. Wir haben jetzt zum Beispiel hier einen Sumpf drunter. Ja? Ist vielleicht nicht der beste Sumpf, aber es lag halt daran, dass hier vorher eine Straße drüber war. Und deswegen, wenn man den Deckel aufgemacht hat, hat man den Sumpf nicht gesehen. Ne? Ja, ich war eben auch choppen, ne? Hab da erstmal so ein bisschen mir die Sachen auf den Hof bringen lassen. Von Jans. Ne? Jans ist ja unser Haus- und Hoflieferant schon seit Jahren auf all meinen Maps. Ne? Hier vorne habe ich nichts dran geändert. Muss mal gucken, ich bin überlegen, mir ist sie ganz zum Schluss, als ich so richtig anfangen wollte zu spielen, ist mir aufgefallen, einfach bitch, ich habe kein Ballenlager, ja. Und jetzt bin ich überlegen, ob ich die Ballen vielleicht hier reinpacke. Also hier, was weiß ich, ein paar Strohbällekes und von dieser Seite dann der Heubällekes, ne? Dann kann ich hier meinen Mutterfischwagen hinstellen und da vorne Silage, ne? Könnte ich dann mal gucken, vielleicht mache ich das so. Ich muss mal gucken. Wenn nicht, dann mache ich mir noch ein bisschen Platz hier. Die Scheune habe ich hier zur Durchfahrtscheune gemacht. Ihr kennt das, ich liebe das, wenn ich so eine Durchfahrtscheune habe. Und das hier habe ich mir platziert. Das ist meine Haus- und Hofwerkstatt, ist ein Standardding, ne? Von, das hier ist nur das 15 Standardding. War für mich jetzt die billigste Alternative, mal eben hier so ein hinzukacken, ne? Hauptsache, ich kann meine Zwillingsreifen andran und abschrauben. Ja, und dann ist jetzt so aus der Not heraus, das ist auch eine platzierbare Halle, musste ich mit so einem kleinen Trick arbeiten. Hier steht die Walze auch noch. Ich habe den Acker erst gekauft, habe das gewalzt und dann den Acker wieder verkauft. Das geht natürlich nur im Safe-Game. Sonst ist das nicht möglich. Ich habe ein paar schöne Mods drin, die meine, also mal so ein bisschen so meine Lieblinge reingemacht. Das ist ja das Ding, was Rona so ein bisschen sich mal zur Brust genommen hat. Sam ist da, glaube ich, auch nicht ganz unbeteiligt. Man kann da lang durch den Motor durchgucken, ey. Sehr schönes Gerät geworden. Also da bin ich der Rona auch auf ewig dankbar, dass sie mir das Ding zur Verfügung gestellt hat. Und was ich auch schön finde, ist, der ist noch nirgendwo aufgetaucht. Finde ich auch nice, dass die Handvoll Leute, die dieses Modell haben, auch alle dicht gehalten haben. Das finde ich sehr schön. Also bin ich richtig stolz auf alle. Auf jeden Einzelnen. So, hier haben wir ein bisschen auch eine Durchfahrscheune von gemacht. Ich hatte das hier zuerst als Ausweichlager geplant für meinen Hof, ne, damit ich hier zur Not ein paar Maschinen hinstellen kann. Wie gesagt, müssen wir gucken. Also wenn ich das hier so gerade so sehe, ich bin schon fast zum Überlegen, ob ich die eine platzierbare Scheune wieder wegtue. Da. Mal gucken. Wir werden das sehen, was sich so im Laufe des Let's Players so ergibt. Ich denke, so kann ich sie zocken.
so habe ich da wohl Spaß dran. Ich bin auch schon ein bisschen angefangen, die Map-Begrenzung umzuarbeiten, weil ich mag diese, ja, diese eingefärchten Baumdinger nicht. Also ich mir auf der Minimap, na warte mal, wir machen das SG-Menü. Auf der Minimap sieht man es halt noch sehr schön. Das sind hier 8 Reihen Bäume und so eine Fototapete und einmal so eingemauert die Map. Ich mag das nicht so. Ne? Viele finden das ganz toll, aber ich bin mehr so der Freund von den offenen Map-Begrenzungen. Und ja, weil ich als Kind früher öfter mal in Katwijk und in Noordwijk war in Holland. Und da sind kilometerlange Strände, habe ich mir gedacht, Mensch, Holland, gut, kann man auch mal einen Strand hin machen. Ne? Also ist klar, dass es nicht überall in Holland Strand gibt. Ne? Aber in Katwijk und Noordwijk gab es welchen. So. Das ist lange her. Und ich habe es früher gehasst. Ne? Oh, mit Mama und Papa spazieren gehen am Strand. Heute, ich liebe es. Es ist so schön, stundenlang am Strand entlang zu schlundern in aller Seelenruhe. Das ist was Herrliches, ne? Ja, und das habe ich jetzt hier, ne? Also, im Prinzip hat sich nichts geändert. Die hässliche Fototapete ist immer noch da. Man sieht sie nur nicht mehr. Mal gucken, kann ich hier... Oh. Oh. Nicht sterben, Diego, nicht sterben. Vorführeffekt. Irgendwo ist eine Fototapete hier. Eine unsichtbare. Oh, ah, hier. Hier ist die Wand, also hier ist die Map zu Ende. Wie gesagt, ist nur Deko. Man hätte das auch noch wesentlich schöner machen können, alles. Aber dann hätte ich wieder einen neuen Spielstand anfangen müssen. Und da habe ich dann wieder keinen Bock drauf. Ne? Ich will ja auch mal vorankommen. Und jetzt habe ich hier so ein bisschen Strand und vor allen Dingen nicht mehr hier diese Baumreihen. Ich weiß nicht, dann steht da ein so eine Reihe Laubbäume dazwischen. Und das sieht mit der Seasons-Mod in Kombination sieht das total creepy abgefahren aus. Und deswegen, ich muss mal gucken, ob ich die überall wegmache, diese Baumreihen, oder ob die hier eventuell sogar stehen bleiben. Das kann ich ja immer angleichen noch. Also, ne, wie gesagt, wenn man das schön haben will, muss man halt einen neuen Spielstand anfangen. Dann könnte man das Gras hier auch wegmachen und so. Nur das hilft mir halt jetzt nichts, wenn ich das Gras wegmache, dann muss ich halt wieder einen neuen Spielstand anfangen. Und ich will ja hauptsächlich mal so ein bisschen die Map so anzocken und so. Ich bin noch gar nicht richtig zum Anzocken gekommen. Und mir das Ding mal so ein bisschen näher angucken, auch mit diesen unterschiedlichen Tierzuchten und so. Und ich fand das halt nur wichtig, dass ich hier diese Felder, die mir gehören, dass ich da eine offene Map-Begrenzung habe, weil, wie gesagt, ne, das Auge fährt ja auch mit bei mir, ne? Wie soll ich gechillte drauf rumgefahren Videos machen, wenn ich mich nicht gechillt fühle? Und ja, ich habe das hier noch ein bisschen weitergeführt, um diesen Strand mal ein bisschen auszudehnen. Nein, ich wollte einfach nur die Baumreihen weg haben. Ne? Das ist im Prinzip hier niemands Land. Ne, warte mal, ich glaube, der Acker gehört mir sogar hier hinten. Ja gut, man könnte jetzt hier noch, man müsste eigentlich noch so ein paar Büsche noch hier hin machen, ne? So ein bisschen so Buschland, vielleicht das Unkraut ein bisschen weg, aber ach ja, wie gesagt, ich werde da keine super Wahnsinns-Map draus machen, will ich auch gar nicht, ich wollte sie halt nur ein bisschen für mich zurechtfuchteln. Und wie gesagt, ich finde, es passt halt. Der Strand passt zu Holland und eine offene Map-Begrenzung feiere ich halt auch. Ist ganz schön lang geworden hier, die offene Kante. Ich habe eigentlich nur so ein L gemacht. Ja gut, ja, zwei Seiten dann von der Map. Ne? Hier, das Feld hier, die gehören mir gar nicht und ich bin auch, glaube ich, nicht gewillt, diese zu beackern. Quant ganz schön, der kleine Fiat, ne? Müssen wir mal gucken, ob das alles so richtig ist. Und, ja, wie gesagt, ich lade dann das Video hoch. Ist dann das Sonntagsvideo. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Und vielleicht mache ich gleich noch ein kleines Angezockt-Video. Und dann müssen wir erstmal gucken, wie es hier weitergeht überhaupt auf dem Map. Ne? Nicht, dass ihr das alle ganz doof findet. Ach, hier geht noch eine... Ist das eigentlich auch mein Acker? Ne, das ist nicht mein Acker. Hier geht noch eine Stromleitung ins Nevada.
Da müssen wir mal gucken, was ich da mache. So ein Umspannungshäuschen hinstelle, mal gucken, ob er eins hat. Wenn wir ein Umspannungshäuschen haben, dann stellen wir uns da eins hin. Wenn nicht, dann haben wir halt keins, ne? Dann endet das Kabel halt am Baum. Hat irgendein Spatz hat Telefon, ne? Telefon und Strom hat der. Hat er sich direkt im Baum legen lassen, ja, ja. Ich finde, das hier so ein bisschen düniger ist eigentlich noch schöner wie diese Flachlandküste, die ich da auf der anderen Seite hatte. Vielleicht muss ich das da vorne auch noch ein bisschen düniger machen. Und vielleicht da hinten noch ein paar Bäume drauf. Ich muss mal gucken. Ich will hier vorne zu der Mauer. Also ihr habt bestimmt gesehen, ich habe ein Ziel. Ah, dieses schöne lange Feld hier. Da muss ich gleich noch ein bisschen spritzen. Machen wir eventuell noch am Ende von diesem Video. Ich wollte mir die Mauer angucken hier. Ja, das hat es gebracht auf jeden Fall. Ich habe hier nämlich Mipmaps drauf gemobbt. Auf das Mäuerchen. Und es hat sich auch gelohnt. Hier, sehr schön. Sehr schön. Jetzt haben wir mit Mipmaps. Und, ach, aufs Gras. Ach, die Grastextur habe ich auch getauscht. Also wir haben eine andere, also die Standard, Giant Standard Grastextur habe ich gemacht. Weil dieses, das andere, das sah so abgefrutzelt aus. Wenn das abgemäht war, so, weiß ich nicht, habe ich lieber das Standardgras genommen. Hm. Das geht doch auch, guck mal, ist doch eine schöne Blumenwiese hier. Ne, und vor allen Dingen, das sieht gemäht auch vernünftig aus. Ne? Kann man nicht meckern, wirklich nicht. Ja, und hier, also da ist halt die offene Waldbegrenzung, da ist halt das Meer. Und ja, hier an der Seite ist noch die Waldbegrenzung. Aber hier hinten bin ich so gut wie nie. Deswegen können wir hier auf jeden Fall die Waldbegrenzung lassen, das stört mich nicht. Und wie gesagt, ist ja auch nur für mich, so für so ein bisschen zum drauf rumfahren. Dass ich hier so ein bisschen mal die einzelnen Mastenbetriebe austesten kann und so. Dafür ist das schon ganz gut geworden. Ja, ich muss nach Hause. Wir bringen die Walze weg und wir mähen nochmal ein bisschen Gras. Ich hoffe, dass wir es noch schaffen. Ganz zum Ende vom Video. Hier auch wenig Platz überall, um Strom und so zu lagern, ne? Das ist, ich weiß noch nicht genau, wie das hier geplant ist ursprünglich mal. Aber hier habe ich überall schon eingesät. Ich habe auch zwei Wiesen schon umgeflücht und habe die neu eingesät, damit ich dann auch immer schön meine Düngestufe sehen kann. Sonst muss man das ja ausschalten immer. Hier, das habe ich ein bisschen anders gemacht noch. Sah so doof aus, dass der Zaunpfahl, der steckte da so in den Beton drin. Und ach, ich wollte hier noch mal gucken, ob ich hier so einen kleinen Schuppen platzieren kann. Für mein Gülle-Fassi-Fassi. Komm, stell die alte Walze mal hier hin. Ich finde die nie wieder, wenn ich die jetzt hier hinstelle. Die ist quasi weg jetzt. Irgendwann frage ich mal, ey Jungs, wisst ihr noch, in irgendeinem Video habe ich mal irgendwo die Walze hingestellt. Wisst ihr noch wo? Ich freue mich schon, wenn irgendeiner sagt, ja Diego, das Video haben wir gesehen. So, mal gucken, ob wir hier uns unsere kleine Scheune, hier diesen kleinen Unterstand hinstellen. Das habe ich auf schon ganz vielen Maps gemacht. Ach, guck mal, jetzt geht's auch. Sehr schön. Vorher ging das nicht, weil, wir drehen diesen Kapuff aber um. Oder in Längs, sogar in Längs sieht komisch aus, ne? In Längs wäre eigentlich besser. Aber dann die hohe Seite. Wenn dann die hohe Seite zur Scheune, so. Aber das ist mal ein korrekter Gülle-Fassparkplatz, oder? Ich glaube, das lasse ich so. So. Oh, aufpassen. Ach, jetzt steht der Pfeiler so blöd da. Ach, ich hätte es ein bisschen weiter rübersetzen sollen. Mache ich vielleicht später nochmal. Kann man ja immer wieder verkaufen, das Ding. Ah, ein Träumchen, der Gülle-Fassparkplatz. Hätte noch, wie gesagt, ein bisschen weiter reingekonnt. Müssen wir... Oh, schaffen wir das noch? Das wird ganz eng. Das schaffen wir nicht mehr. Ah, ärgerlich. Ich wollte noch einmal... Oder wir machen ein bisschen über Minütchen. Ich habe ja auch viel rumgelabert wieder. Nicht richtig gearbeitet hier, ne?
Ich wollte mal einmal gucken, wie die Grastextur jetzt aussieht. Wenn ich gemäht habe. Fahren wir mal einmal. Wir fahren nur hinter den Schuppen. Das müsste ja auch gehen. Da wächst ja auch Gras. Das andere habe ich auch frisch eingesät und gepflügt. Ja, mein Gott, hat der einen wilden Sound hier. Ui! Ui! Ja gut, das sollte eh nicht wieder rein hier, das Butterfly. Ist auch schade, man kann nicht die Hütte... Oh, passt das hier auch nicht durch? Doch, hier geht. Oh, aber knapp. Sehr knapp sogar. Ist ein bisschen schade, man kann die Hydraulik nicht runterlassen, ohne dass das Ding ausklappt. Ne? Mal gucken, wo haben wir denn mal ein bisschen Wiese? Ich hätte gerne ein Stückchen Wiese mit der neuen Grastextur. Die 28 habe ich leider gepflügt. Ich glaube, am besten ist, wenn ich mich umdrehe und zu 11 fahre. Das könnte man noch so halbwegs in diesem Video schaffen, so mit 2-3 Übermilchens. Das wird dann auch das Screenshot-Dings da, hier Thumbnail. Das ist das Screenshot hier. Ja, ansonsten, ich habe hier so ein bisschen so auf kleinere Maschinen. Dafür mehrere, also ich habe 2 Sämaschinen zum Beispiel. Dass man dann ja, zu zweit halt, also mit Helfer, ne, mit Hugo, zu zweit auf einem Acker rumtourend. Ach, die habe ich nur eingesät. Na egal, gucken wir uns halt hier mal einmal die Textur an. Wir müssen jetzt auch zum Ende kommen, YouTube. Ich will das Video nicht zu lang werden lassen. Und wie gesagt, das Angezockt-Video kommt ja auch noch. Ist ja alles gut. Oh ja, das sieht besser aus. Da, also ich mag das mehr als diese hellen Büschelchen. Das musste man nur gucken. Das Gras schwarz. Seht ihr, die Wiese ist noch ein bisschen anders, weil ich die frisch gepflügt und eingesät habe. Ne? Ah komm, wir fahren noch einmal ins Karree. Und dann verabschiede ich mich auch erstmal von euch, YouTube. Wie gesagt, ich möchte noch ein bisschen anzockern. Alles nochmal ausprobieren, ob alles funktioniert und so. Ne? Meistens ist ja doch irgendwas noch im Argen. So. Tja, YouTube. Mir war es eine Ehre, für euch ein Map-Umbau zu zelebrieren. Und vielleicht wird das eine kleine Serie. Mal gucken. Diego ist draußen. Habt euch lieb.